Zeitleitung eingestellt auf den 26. August 1931. Sind Sie startklar, Euer Ehren? Nenn mich Doc. 26. August. Ich glaube, das ist, damit er in den Kinofilm reingeht. Und ich befürchte, wir werden irgendwo anders landen, wenn es zwischen Sekunden und Minuten schon einen Unterschied gab. Um Gottes Willen, wo kommen wir raus? Oh, komm schon, bitte, bitte, bitte. Aha. Da habe ich Sie zuletzt gesehen. Sie, Ihr jüngeres Ich, Sie gingen in diese Richtung, Arm in Arm mit Edna. Puh, zum Glück war meine Ex-Frau nie der Typ für Küsse bei der ersten Verabredung. Wenn wir schnell und konzentriert vorgehen, können wir es schaffen, dass Ihre, ich meine, unsere Beziehung nie über das Händchenhalten hinausgeht. Oh, sieh dir das an. Das alte Kino der Stadt. Er muss in diesen Film rein. Er muss in diesen Film rein. Was ist damit? Ich habe seit Jahren nicht mehr an diesen Ort gedacht. Meine Gute hat mich 71 dazu gebracht, es abzureißen. Sie sagte, Filme verderben die jungen Leute. Das ist natürlich alles Unsinn. In meiner Jugend habe ich hier unzählige Abende verbracht. Und aus mir ist nie ein Rowdy geworden. Sag mal, erinnerst du dich an Der öffentliche Feind? Dieser dreckige, feige, schmierige Hund. Hab's aber nie geschafft, Frankenstein zu sehen. Ah, das ist das Problem. Das hat das Problem verursacht. Erinnern Sie sich? Wir müssen Ihr jüngeres Ich Frankenstein sehen lassen. Richtig, natürlich. Der Film hätte in meiner Fantasie eine Kettenreaktion verursachen und mich zu der Idee inspirieren sollen, mit der meine wissenschaftliche Karriere begann. Wissen Sie denn immer noch nicht, was diese Idee war? Wie könnte ich? Das hat im Verstand eines anderen Emmett Brown stattgefunden. Ein Emmett Brown, der vom Sand der Zeit ausgelöscht wurde. Glücklicherweise kenne ich meinen eigenen Verstand. Schließlich lebe ich schon seit über 70 Jahren mit ihm. Sobald wir mein jüngeres Ich wieder durch den Film inspirieren, wird ihn nichts davon abhalten, seine... Grundgütiger, sieh dir das an! Der Rathausplatz? Genau wie in meiner Erinnerung. Nur schmutziger. Oh, das alte Rathaus! Kommen Sie schon, Doc. Sie müssen reingehen und sich umsehen. Erste Regel für Zeitreisen, Doc. Lassen Sie sich nie vor Ihrem anderen Ich blicken. Dadurch könnte die Realität zusammenbrechen oder so. Du meinst? Genau hinter Ihnen, nicht hinsehen. Gehen Sie weiter. Ich sage es Ihnen, wenn Sie weg sind. Oh, und vergessen Sie nicht, Sie sind Carl Sagan. Ist das dieser berühmte Autor? Der mutmaßliche Brandstifter. Was? Spielen Sie einfach mit. Okay, Emmett, da bist du. Und ich befürchte, wir sind nicht am 26. August. Aber wann sind wir? Emmett, es ist schön, dich wiederzusehen. Harry, du tauchst immer in den seltsamsten Momenten auf. Wo hast du gesteckt? In einer geistigen Umerziehungseinrichtung. Ach, weißt du, hier und da. Du bist selbst nicht gerade leicht aufzutreiben. Ich habe dich gestern Abend gesucht, aber... Da habe ich wohl gerade eine wunderschöne Dame ausgeführt. Weißt du, ich konnte mich noch gar nicht bei dir bedanken. Ach, ich bin mir sicher, du wärst Kit auch allein entwischt. Kit? Oh ja, dafür bin ich dir dankbar. Aber ich meinte eigentlich Edna. Jetzt kommt es mir komisch vor. Doch bis zu diesem Vorfall dachte ich wirklich, wir könnten uns nicht ausstehen. ja, manchmal stimmt der erste Eindruck. Naja, manchmal ist der erste Eindruck der richtige. Es ist so, du solltest dich nicht durch Edna ablenken lassen von, du weißt schon, den wichtigen Dingen. Beende dein Projekt für die Expo und sieh dir Frankenstein an. Ach, Humbug, ich bin viel zu beschäftigt, um mir Filme anzusehen. Das ist nicht gut, weil... Und mein Projekt ist übrigens so gut wie fertig. Das Raketenauto? Raketenauto? Du bist ja gar nicht auf dem Laufenden. Das Raketenauto habe ich verschrottet. Aber... Mehr Ärger als Nutzen. Ich werde nie ein Antriebssystem entwickeln, das so funktioniert, wie ich es will. Außerdem ist sein gesellschaftlicher Nutzen praktisch nicht vorhanden. Gesellschaftlicher Nutzen. Gesellschaftlicher Nutzen? Seit wann interessiert dich? Der mentale Affinitätsmesser ist ein viel bedeutenderes Projekt. Der was? Das war Ednas Idee. Sie saß mir wirklich im Nacken, damit alles bis zur Expo fertig wird. Na sicher, Emmett, ich bin etwas verwirrt. Ihr hattet erst eine Verabredung, oder? Nicht. Welcher Tag ist heute? Na, heute ist die Eröffnung.
Die Eröffnung der Expo. Da fällt mir ein. Ich muss schnell ins Labor zurück. Wenn Edna mich rumtrödeln sieht, macht sie mir die Hölle heiß. Wir sehen uns, Callahan. 12. Oktober? Doc? Oh, verdammt. Die Zeit ist nicht korrekt eingestellt und es ist schon wieder diese komische Ego-Perspektive. Meine Katzen machen im Hintergrund Unsinn. Ich glaube, ich muss gleich mal ganz fix gehen und sie füttern. Ich glaube nämlich, dass die Hunger haben. Oder? Es ist schon Katzenfütterzeit? Für August ist es wirklich etwas zu frisch. Wir sind 2 Monate zu spät. Die Expo fängt bald an und ihr jüngeres Ich hat sich schon kopfüber in Edna verliebt. Ich habe immer dazu geneigt, Dinge zu überstürzen. Dann stürzen wir uns jetzt in den DeLorean und reisen zum richtigen Datum. Nein, viel zu riskant. Erinnerst du dich, wie ich dich 86 zu spät abgeholt habe? Ja. Das sollte uns eine Warnung sein. Irgendwas ist mit der Zeitleitung furchtbar schiefgelaufen und das Problem scheint immer schlimmer zu werden. Würden wir jetzt einen Zeitsprung versuchen, könnten wir im kenozoischen Zeitalter landen oder sogar im Mesozoikum. Dann sitzen wir fest? Fürs Erste schon. Ich werde mich darum kümmern und sehen, was ich tun kann. In der Zwischenzeit kannst du an dem anderen Problem arbeiten. Genau. Ich gehe ins Labor und versuche, ihrem jüngeren Ich auszureden. Unmöglich. Wenn mein jüngeres Ich bereits so vernarrt in Edna ist, wie du sagst, wirst du ihm gar nichts ausreden können. Glaub mir, ich erinnere mich. Konzentriere dich lieber auf die rationalere Hälfte des Paars. Edna? Aber wo finde ich sie? Was glaubst du denn? Ich fahre. Der DeLorean sollte zumindest noch für Reisen durch die ersten 3 Dimensionen funktionieren. Oh, verflucht. Okay, okay, wir müssen Edna... Was? Warum sitzt Arthur dort? Wieso treffen wir jetzt schon wieder auf Arthur? Ehrlich jetzt? Oh nein. Sie hatten recht, da ist sie. Wenn meine bald zukünftige Ex-Frau eines ist, dann berechenbar. Muss ich wirklich mit ihr sprechen? Könnte ich mich nicht einfach etwas umsehen und sie reparieren die Zeitleiter und... Ich rede mit ihr. Sie sollten den DeLorean lieber verstecken, bevor jemand... Hey, Sie! Da versperren Sie den Weg! Alle Auto-der-Zukunft-Bewerber müssen sich im nördlichen Zelt melden. Warum nicht? Viel Glück! Oh, oh, den Typen kennen wir noch aus dem 2. Kapitel. Als den Typen, dem wir die Freundin ausspannen wollten. Ich glaube nicht, dass es so gut ist, ihn zu treffen. Oder zu viel mit ihm zu reden. Oder... Ach, verdammt. Es geht doch nicht gut aus in ihrem Leben. Hey, Artie! Officer! Officer? Ach ja, Tarnung nicht auffliegen lassen. Würden Sie sich bitte auf die wichtigen Dinge konzentrieren? Kann jetzt nicht reden. Hallo, Edna. Buchstabieren? B-R-O-W-N. Nicht gerade ein seltener Name. Er ist trotzdem nicht auf der Liste. Tut mir leid. Ach zum... Lassen Sie es mich noch einmal versuchen. Das hier ist die Hill Valley Expo, richtig? Die erste. Allerdings. Und der Zweck unserer Messe ist, neueste Technologien zu zeigen. Richtig. Und Hill Valleys Ruf als fortschrittliche Stadt zu verbessern und zu stärken. Und trotzdem wollen Sie den Schöpfer dieser großartigen Erfindung einfach davon ausschließen. Ich will es gar nicht, aber... Oh je. Mr. Callahan, Sie tauchen immer in den seltsamsten Momenten auf. Was tun Sie hier? Eine schreckliche Zukunft verhindern. Ich muss... Was es auch ist, ich hoffe nur, Sie haben nichts mit Mr. Dickschädel hier zu tun. Anscheinend ist es seine einzige Aufgabe, Leuten bei ihren Angelegenheiten im Weg zu stehen. Unter uns. Es ist ein Wunder, dass es die Tenen Gang mit ihm als Buchhalter so weit gebracht hat. Haben Sie Emmett gesehen? Ja. Ja, gerade eben auf dem Rathausplatz. Dann haben Sie von seinem großen Durchbruch gehört, dem mentalen Affinitätsmesser. Ist das nicht aufregend? Wenn man bedenkt, dass ihm seine Bedeutung nicht bewusst war, bis ich sie ihm klargemacht habe. Ich kenne niemanden wie ihn. Er erkennt sein Potenzial einfach nicht. Darüber wollte ich mit Ihnen reden, über Emmett und sein Potenzial. Komisch. Zuerst habe ich es selbst nicht erkannt. Ich dachte sogar, ich kann ihn nicht ausstehen. Ja, können Sie auch nicht. Ersteindruck zählt. Also, Sie können ihn einfach nicht ausstehen. Wissen Sie, so ein Bauchgefühl ist wichtig, wenn das Ihr erster Eindruck von ihm war. Oh, aber ich kannte ihn damals noch gar nicht.
Jetzt kenne ich ihn wie mich selbst. Ja, aber... Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, Mr. Callahan, aber ich komme schon allein zurecht. Ich weiß, was für mich das A und O bei einem Mann ist. Und Emmett ist buchstäblich perfekt. Weil sie ihn in seinen Händen... Er heißt Emmett Brown. Reimt sich auf Clown, wofür ich Sie langsam halte. Sicher nur eine einfache Verwechslung. Daran habe ich keinen Zweifel. Ja, er ist perfekt, weil er sich wie Wachs in ihren Händen formen lässt. Hey, Entschuldigung. Ja? Wann öffnet die Expo? Erst heute Abend. Jeder, der hier nicht offiziell zu tun hat, verlässt bitte das Gelände. Hast du hier offiziell zu tun? Ja. Dann steh den Arbeitern nicht im Weg. Du kommst mir bekannt vor. Kennen wir uns? Er erinnert sich auch noch dummerweise. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Okay. Was ist denn das Ziel überhaupt? Überzeuge Edna, mit Emmett Schluss zu machen. Oh Gott, das kann ja nicht gut enden. Okay, Hillbilly of the Future. Was haben wir denn hier drüben? Ein Baum? Was haben wir hier? Kiste? Oh, ein Lastwagen. Nicht so schick wie mein Wagen im Jahr 1986. Herrje, ich hoffe, ich habe 86 noch einen Wagen. Oh ja. Könnte sonst ein bisschen schwierig werden, auf der Flucht zu sein, wenn die ganze Geschichte nicht klappt. Emmett ist also der Richtige. Ein Mann, wie Sie ihn sich wünschen. Ja? Was genau wünschen Sie sich denn? Sie wären ein guter Journalist, Mr. Callahan, wissen Sie das? Da wäre zuerst sein Erscheinungsbild. Emmett ist vielleicht kein Clark Gable, aber er ist überraschend reinlich. Ich habe ihm für die Expo den weißen Anzug meines Großvaters gegeben. Sie sollten ihn darin sehen. Er strahlt förmlich. Sieht gut im Anzug aus, verstehe. Und er ist mir völlig treu. Das ist wichtig. Ich habe keine Zeit und kein Verständnis für Schürzenjäger. Treu wie ein Hund, okay? Drittens und am allerwichtigsten. Ja? Sein Verstand natürlich. Er ist brillant und rechtschaffen durch und durch. Sein eigener mentaler Affinitätsmesser zeigt es. Er ist ein Musterbürger. Toller Verstand, verstehe. Und wenn sich herausstellen sollte, dass Sie sich in einer dieser Eigenschaften geirrt haben. Was geht Sie das an? Ich bin nur neugierig, versuche die Frauen zu verstehen. Sie sollten eins wissen, ich bin kein ängstliches Mädchen, das bei dem ersten Anzeichen von Problemen davonläuft. Ich habe viel in Emmett investiert. Kein Geld, aber ich habe all meine Hoffnungen auf ihn gesetzt. Ich müsste schon schwer enttäuscht sein, um mich von Emmett zu trennen. Verstanden? Aha. Also, Herr Nachwuchsjournalist, noch Fragen? Sie kennen Emmett scheinbar nicht so gut wie ich. Sie meinen zwar, Emmett ist ein Musterbürger, doch Sie kennen ihn nicht so gut wie ich. Wussten Sie, dass er ein paar Libyer um Plutonium betrogen hat? Plutonium? Was sollten Libyer mit Plutonium anfangen? Sicher hatte er dafür einen guten Grund. Emmets mentaler Affinitätsmesser zeigt eindeutig, dass sein Verstand völlig rechtschaffend ist. Oh, er hat einen Zug entführt. Einmal hat Emmett einen Zug entführt, um eines seiner Experimente durchzuführen. Ich bitte Sie, in Hill Valley hat es seit Mad Dog Tannens Zeiten keinen Eisenbahnraub gegeben. Mein Vizerektor? Was hat der Vizerektor mit ihm an? Emmett hat zu seiner Zeit viele zwielichtige Dinge getan. Mein Vizerektor sagte, ich solle mich von ihm fernhalten. Ihr Vizerektor klingt wie ein Dummkopf. Gut, dass Emmett endlich beständig wird. Was ist hier denn? Was ist eigentlich dieser mentale Affinitätsmesser? Oh, er ist eine absolut revolutionäre Erfindung. Er misst die Affinitäten einer Person, was sie anzieht, was sie abstößt, solche Dinge. Interessant, und das funktioniert wirklich? Natürlich, wozu sollte man etwas erfinden, das nicht funktioniert? Auf jeden Fall funktioniert es gut genug für meine Zwecke. Ah, das ist das Entscheidende, für ihre Zwecke. Sie missbraucht Emmett. Ich kann mir Emmett nur schwer als Womanizer vorstellen. Womanizer? Einer, auf den die Mädchen fliegen. Fliegen? Jemand, der... Sie wissen schon. Also ein Frauenschwarm? Ja.
Ich schätze, das ist Geschmackssache, aber mit Pomade in den Haaren und herausgeputzt im weißen Anzug meines Großvaters strahlt Emmett geradezu. Mein Herz schlägt höher, wenn ich nur an ihn denke. Beständig. Sie sagen, Emmett hat nur Augen für Sie? Absolut. Es ist beinahe befremdlich, wie hingebungsvoll er ist. Ach ja, gut zu hören, dass er endlich beständig wird. Ja, beständig wird? Ja, dass er nicht mehr von Blüte zu Blüte fliegt. Von Blüte zu... Sie machen Witze. Also Emmett ist wirklich, meine Güte, Frauen fliegen auf ihn. Irgendwie tun sie mir alle leid. Wer? Emmets andere Mädchen, jetzt da in festen Händen ist. Bitte, ich glaube mittlerweile kenne ich ihn. Es gibt keine anderen Mädchen. Ja, wenn sie mir nicht glauben... Ich frage mich, was aus Emmets kleinem schwarzen Buch wird. Kleines schwarzes Buch? Playbook. Oh, es ist legendär. Damit konnte Emmett der, Valentino, der Hill Valley High werden. Mann, ich frage mich, ob er es vielleicht mir gibt. Sie müssen mich für sehr leichtgläubig halten, Mr. Callahan. Ich sag dazu nur, es wird legen. Wartet bitte einen Moment. Der. Ich frage mich, was aus Emmett... Kleines... Sie müssen mich... Wir haben auf jeden Fall schon mal Zweifel in ihr gestreut. Das ist alles, was ich wissen wollte. Gern geschehen. Hey, Artie, hast du meinen Kranz gesehen? Meinst du den hier? Ja, danke. Sie kommt und geht, wie sie will. Und ich muss warten. Großartig. Meine Güte, reg dich mal nicht so auf. Hey, Artie. Kann jetzt nicht reden. Armer Artie. So, Leute, meine Katzen machen im Hintergrund mir Stunk. Darum stelle ich mich mal hier zu unserer guten Trixie und werde mal ganz fix verschwinden, um die Quälgeister im Hintergrund hier ihren Hunger zu stillen und so, damit sie sich ja nicht mehr beruhigen, weil so kann ich nicht arbeiten. Oder spielen, wie auch immer.